Ich habe das ausgenutzt. Ich habe ihm gesagt, hast du Kinder? Er sagt ja. Ich sage, wie viele? Glücklicherweise eine Tochter. Ich sage, gibst du diese Tochter? Er sagt immer alles. Ich sage, stell dir mal vor, Fatima sallallahu alaihi wa sallam, Aisha sagt, radiallahu anha, so ist gestorben natürlich, Aisha radiallahu anha sagte, als Fatima hinausgegangen ist, um nach ihren Rechten zu sprechen, ihr Gang hat sich von dem Gang des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nicht unterschieden. Das heißt, sie lief genau wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aisha sagt, Abu radiallahu anhu hat sich am ähnlichsten zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gezeigt. Die ähnlichste Person zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war Fatima. Niemand war so ähnlich wie Rasulullah, wie außer Fatima, wie Fatima. Nicht so, niemand war so ähnlich wie Fatima sallallahu alaihi wa sallam, als Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ich sage, guck mal dieses Beispiel, so eine ähnliche Person, wie dein Prophet, wird geschlagen. Wer hat es gemacht? Wer hat das gemacht? Ich sage, stell dir mal vor, irgendjemand, egal wer das gemacht hat. Er sagt, hier steht mal Freund hinter dir. Sagt ja. Er sagt, der beste Freund von dir würde jetzt deine Tochter in deiner Abwesenheit schlagen. Ich sage, dann ist er nicht mein Freund. Dann ist er mein Feind. Ich sag dir nicht mehr. Warum habe ich nicht gesagt wer? Weil in dem Moment, er hat Stolz. Und diesen Stolz darf er nicht verlieren. Er wird stur sein, wenn du ihm den Namen sagst, verstehst du, und bist du ihm. Das heißt, er will seinen Stolz nicht verlieren. Ich habe gesagt, ich werde dir das nicht verraten. Nicht heute. Nee, du musst das machen. Du musst das erzählen. Alhamdulillah, er hat die Gerüchte gar nicht gehört. Er kommt persönlich bei mir nach Hause. Allein. Ein Salafi kommt bei Hamza. Das ist ein Wunder. Er sagt, ich werde heute nicht schlafen, bis du mir sagst, wer das war. Ich sage, hast du Herz für diese Frau? Ich sage, klar, Tochter des Propheten, unschuld. Sie ist nur Gefühle, kein Verstand. Nur Gefühl, Emotion. Das heißt, ich benutze seine Emotionen gegen sich selbst. Ich benutze seinen Verstand, wenn er verständlich ist, wenn er mit Verstand arbeitet, gegen ihn selbst. So wie die Beispiele, inshallah, irgendwann treffen wir uns wieder und nennen wir die Beispiele Erlebnisse, wie ein Mensch sich von einer Lage zu einer besseren Lage ändert oder umsteigt. Ne? Und auf jeden Fall dieser Nacht saßen wir zusammen bis Morgendämmerung. Und dann hat er diesen Tag in der Hamza gebetet und auf einen Stein wie die Musel gehen, genau, wie der Waffe. Er sagt, ich muss dir was mitteilen, ich habe die Abschiebung gekriegt. Und ich werde nie schlafen. Ich werde nie schlafen, bis ganz Tunesien, er ist aus Tunesien, ganz Tunesien von Fatima sallallahu alaihi wa sallam hört, dass Allah mir die Kraft gibt. Das heißt, der Gang von Fatima, die Bewegung von Fatima sallallahu alaihi wa sallam, ist eine Rechtleitung. Bewegt, nur gelaufen, sie ist gegangen. Annat Fatima sallallahu alaihi wa sallam, wie die sagen, dass als sie an der Bühne gegangen ist, wurde Schleier zwischen ihr und den Anwesenden gezogen und sie hat Anna gemacht. Anna, Anna. Was sagt sie? Ah, alleine wie sie beschreibt, von Fatima sallallahu alaihi wa sallam. Alleine wie sie gestanden ist, dort und Zainab als kleines Mädchen, Hand in Hand und redet mit den Arabern, mit den Menschen, mit den Männern. Ayyuhan nas, ta'lamu anni Fatima. Sie redet mit diesen Menschen. Ich bitte euch, wenn ihr diese Sachen benutzt, denkt darüber nach genau. Stellt euch das vor. Bringt euch selber zum Leben, indem ihr euch das vorstellt. Liebt mit Ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als ob sie wirklich zwischen uns wären. Sie sind zwischen uns. Denkt an die Tür von Fatima sallallahu alaihi wa sallam, an der Gegend von Fatima, an die Straße, wo Fatima sallallahu alaihi wa sallam gelebt hat. Denkt mal an den Eimer, den Imam Ali alaihi wa sallam in seinen Händen getragen hat, um seine Kinder zu füttern, um seine Kinder zu ernähren bei den Juden. Und kommen sie nicht zum Recht, zum Fastenbrechen, weil sie das, was sie geliebt haben, gespendet haben. Kleine Imame, zwei kleine Imame, Hassan Hussein, Salam, spendet ihre Essen,
Nachdem sie gefastet haben, an den Abend, an den Häftlingen, an den Freigelaufenen oder so. Auf jeden Fall, daraus lernen wir, dass es die Weisheit ist. Ich sage euch, wir haben Schätze ohne ihn. Ohne ihn. Wir brauchen nicht so viele Bücher. Ich schwöre bei Allah, dass ich, dass die meisten, die zum Schiitentum übergetreten sind, sind übergetreten, ohne irgendeinen Beweis zu sehen. Also keine Bücher gezeigt und nichts. Die meisten, sagen wir 80% von denen, sind sie vom Schiiten zum Sunni von anderen Seiten zu dem Schiitentum übergetreten. Christen von ihrer Kirche in den Schiitentum übergetreten. Sikh, also aus Indien, die heftigsten, strengen, also strengen hier Menschen auf der Erde sind die Sikhs, was ihren Glauben angeht. Sie sind übergetreten von ihren Sikh in den Islam, in den Schiitentum. Wodurch? Dadurch, dass du das, was du vorstellst, das, was du erzählst, kommt aus deinem Herzen, weil du selber daran glaubst. Ihr kennt das Sprichwort bei den Deutschen, die sie sagen, du glaubst selber nicht, was du sagst. Das glaubst du wohl selber, was du sagst. Ihr merkt das, wenn du nicht mehr das Bild bist, kommt so raus, sodass das vielleicht kurz vor den Ohren steht. Sodass er nur das hört. Er hört nur irgendein Geräusch von dir. Deswegen glaubt er nicht. Ich sag euch, es gab Menschen, die wirklich die schlimmsten Fragen gestellt haben und darauf müssen wir antworten können, weswegen lässt Allah oder Gott, wenn es ihn gebe, weswegen lässt er Kinder sterben, weswegen lässt Armut auf die Welt, weswegen lässt Erdbeben, Tsunami, weswegen sterben unschuldige Menschen, Kriege, wenn er es gegeben hat. Das müssen wir antworten. Die brauchen eine Antwort. Diese Menschen fragen, die brauchen eine Antwort. Diese Menschen sind, also einige davon, zwei, die waren sehr schlimm, also meine Arbeit Ex-Arbeitskollegen, sie sind, Alhamdulillah, die besten Brüder unter den Schiiten geworden. Dass so ein, der den Alkohol nie einen Tag verlassen hat, dass so ein, der Frühstück, Schwein, Mittag Schwein, Naschen, Haribo Schwein und abends Schwein, Alkohol, alles was du möchtest, hat er gemacht. Der wird kommen, nur um ein paar Worte zu hören, wir haben uns vor 3 Tagen getroffen. Vor 3 Tagen getroffen, er hat geweint. Er hat gemeint, über eine Geschichte, die sich in dem Koran befindet, über die Gerechtigkeit Gottes, weswegen solche Sachen sich heute zeigen, dass Menschen anscheinend, also scheinen unschuldige Menschen sterben, Kinder sterben und so weiter. Allein, dass er das gewusst hat, das ist die Gerechtigkeit Gottes für sich, dass er uns die Entscheidung überlassen hat, weil er dem Teufel sein Recht gegeben hat, weil der Teufel ihn gedient hat, deswegen hat er geweint. Er sagt, dass Allah gibt Chance für den Teufel. Er gibt ihm sein Recht. Und er überlässt uns die Entscheidung, ob wir hinter ihm gehen oder nicht. Und wenn wir hinter ihm gehen, verlieren wir unsere Kinder, verlieren wir unser Vermögen, verlieren wir das und das und das. Das habe ich nie dran gedacht. Wirklich, ich war zwar Muslim geworden, durch andere Beweise, aber es war noch nicht sicher geworden. Das heißt, dieser Koran, dieser Thaqlul Akbar, was Rasulullah hinterlassen hat, wenn er sagt, kaum haltet ihr euch daran, werdet ihr nie verloren gehen. Das heißt, du gewinnst, du siegst, du gehst ins Paradies und glaub nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, der Freigebige, der freigebig ist, wenn du freigebig bist, ein gutes Gefühl von deinem Kumpel hast, dass du ihn ins Paradies wirfst, glaub nicht, dass er dich zurückweist. Er lässt das zu. Und deswegen erleichtert dir die Verkündigung, er erleichtert dir die Erklärung, sodass deine Freunde die Wahrheit erkennen und sie werden dir dankbar. Und du wirst in ihren Augen hochgehoben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem Koran zu ihm geht das schöne Wort. Und das, die gute Arbeit erhebt den Menschen. Das heißt, wenn du gute Arbeit hast, wenn du gute Worte hast, steigt Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, wer mit seinem Herzen auf Allah zukommt, lässt Allah subhanahu wa ta'ala die Herzen seiner Knechte auf ihn zukommen. Ich schwör's dir, du wirst ein riesen Pharao in ihren Augen im positiven Sinne, ein riesen Herrscher in ihren Augen im positiven Sinne, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala gehorchst. Imam Hassan sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, وَإِنْ أَرَبْتَ عَزَّا مِلَا عَشِيَةً وَطَاعَةً بِسْمِ اللَّهِ سُلْطَانٍ فَخْرُجْ مِنْ دِلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عَزِّ طَاعَةٍ.
Das heißt, wenn du eine Herrschaft gewinnst, ohne Zugehörigkeit, ohne Familie, und Haiba bila Sultan, Macht, also ohne eine tatsächliche Macht zu haben, ohne Krone auf dem Kopf zu haben, dann sollst du aus der Erniedrigung der Sünde Allah gegenüber in den Stolz der Erniedrigung Allah gegenüber. Das heißt, du sollst nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala, nur vor Allah subhanahu wa ta'ala demütigen. Du sollst nicht nur vor Allah subhanahu wa ta'ala dich klein machen. Vor den anderen musst du das nicht. Darfst du das nicht. Nicht musst du nicht. Darfst du nicht. Du darfst nicht klein gegenüber den anderen werden. Ahle Bayt alayhi salam haben alles ausgegeben, was sie hatten, haben alles geopfert, damit über den Kopf hoch bleibt. Damit du sagst, ich bin Schia.